Wir sind bei der Stadtkirche angelangt. Es gab hier eine Vorgängerkirche bereits im 13. Jahrhundert, die Marienkirche. Von dieser Vorgängerkirche ist noch vorhanden eine Kapelle, dieser quadratische Turmschaft und dieses Eingangsportal, wie wir es hier sehen. Ebenfalls ist noch vorhanden dieses wunderschöne Kreuzgewölbe in dem Durchgang unter dem Turm. Die Stadtkirche in ihrer Größe wurde nach der Kapelle an gleicher Stelle erbaut, als man dann anstatt dieser kleinen Kapelle eine große Stadtkirche gebaut hat, hat man zur Erinnerung daran unter diesem Strebepfeiler den Grundstein gelegt und daran erinnert diese Inschrift in lateinischer Schrift, dass am 2. August 1513 die Grundsteinlegung stattfand. Wir sind also jetzt durch dieses alte Portal in diese dreischiffige Basilika eingetreten und Sie sehen hier eine Basilika mit 34 Meter Länge und 24 Meter Breite und die Höhe des Mittelschiffes ist ganz knapp 20 Meter. Was wir hier sehen, ist die Chorwand mit dieser neuen Rosette und der neuen Verglasung von 1954 in dieser Form. Auch diese Kirche litt zweimal unter den großen Stadtbränden. Dabei hat auch die Konstruktion der Säulen sehr gelitten, die dann so wieder hergerichtet wurden, wie wir sie heute sehen.